Unser ATV-Menü-Tipp der Woche. Fleischlos in der Fastenzeit. Die Fastenzeit hat begonnen und auch in unserer kulinarischen Ecke gibt's jetzt fleischlose Kost. Buchweizenkrebs mit Camembert. Ein herzliches Hallo, meine Lieben. Heute steht der Thermomix nicht ganz im Vordergrund, weil wir doch eine Krebs machen, aber keine normalen Krebs, sondern eine Buchweizenkrebs. Ich wisse, der Thermomix kann Getreide mal in Schokoreim, Nussenreim. Heute nehmen wir einen Buchweizen her. Ist ja ganz was Gesundes. So. Und Mehl. Ein Getreide zu Mehl mahlen macht er ja wirklich perfekt. Und nochmal zur Erinnerung, wenn ich da eine Küchenrolle rein tue, ist es nicht so laut. Und das staubt auch nicht. Das ist nämlich auch ein Vorteil. Auch wenn Staubzucker malt, dann merkt euch das, mit einer Küchenrolle funktioniert das gut. Gleich haben wir es. Und ihr seht, was aus den Kernen gemacht hat. Da möchte ich echt kurz reinschauen lassen. Also wenn es daheim sind, lassen halt ein bisschen ruhen, dann ist es ein bisschen, dann stab es nicht so und stab es jetzt ein bisschen. Aber schaut einmal, wie super er im Buchweizen zum Mehl gemahlen hat. So, dann kommen die restlichen Zutaten dazu. Ein Ei. Das, was sie versteckt hat. Also man kann ruhig ein bisschen antippen. Die Leute sagen, er macht das gar nicht, also ein bisschen kann man ruhig. Man soll jetzt nicht viel draufkläschen, aber ein bisschen kann man schon. Ein bisschen Salz, 200 Gramm Wasser. Ich habe mir sagen lassen, wenn man Mineral rein tut, also prickeln das, dann braucht man nicht so lange warten wegen Quellen. Also man lernt immer wieder dazu. Dann ein bisschen Sahne. Und der Thermomix hat ja schon über 15.000 deutschsprachige Rezepte, also bitte nutzt das auch aus. Nicht immer das Gleiche machen. Und es kommt gut an bei der Familie, glaubt mir das. So, verrühren. Dabei habe ich schon das Highlight-Gerät angewärmt, damit es gleich warm wird, weil ich habe euch den Teig schon vorbereitet. Da ist er jetzt so und jetzt muss er quellen. Jetzt lassen wir ihn am Ruhen. Das hat der schon gemacht. Und jetzt können wir schon gleich mit unserer Crepe machen. Also neige Pfanne, also schauen wir, was wir draus machen, meine Lieben. Ich glaube, dass am Palatschinkentag bald wer besser kann wie ich. So. Guck mal. Ja, ihr seht, ein neues Gerät ist auch für die Helga Herausforderung. Wir tun, das mache ich nämlich gleich direkt, das geht nämlich gut, gleich in Käse rein. Und der Camembert. Muss man halt mögen, der eine mag nicht. Ich mag gern. Und dann werden wir es gleich falten. Also ich traue mich sagen, ihr kennt es besser. Gell? Gleich falten. Und das ist der Buchweizen. Es kommt dann ins Rohr für 10 Minuten. Und dann wird es da nachher hergerichtet. Aber das sage ich euch nachher noch. So, und jetzt 3 bis 5 Minuten ins Rohr, damit der Camembert gut sie durchzieht. So.
Die 3 Minuten sind vorbei, ausgekühlt. Unsere Crepe. Und ihr seht, schaut richtig lecker aus. Was passt zum Käse dazu? Natürlich ein guter Preiselbeer. Da rinnt es auch schon ein bisschen aus, schaut wie gut. Da die frischen Kräuter. Also ein richtiger Gaumen. Eine Gourmet-Küche. Am Pfeffer. Und jetzt kann man sie schmecken lassen. Und bitte, meine Lieben, macht das noch. Es wird nicht immer jede perfekt, aber es wird euch wirklich gut schmecken. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag. Alles Liebe und schaut einmal nach bei der Homepage oder im ATV. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Videos, andere für euch. Schaut es euch an. Einen schönen Tag, bis bald, eure Helga Kobalt.